Ich bitte darum, dass die Mikros abgestellt werden, damit ich nicht ständig unterbrochen werde. Jürgen Treutler leitet als ältester Abgeordneter die erste Sitzung des Thüringer Landtags, bis ein Landtagspräsident oder eine Präsidentin gewählt wird. Doch andere Wortbeiträge will er nicht zulassen. Ich widerspreche auch diesem Ordnungsruf. Unterbrechen Sie meine Rede nicht. Ich erteile Ihnen einen zweiten Ordnungsruf. Es wird teils laut und unübersichtlich. Was Sie hier treiben, ist Machtergreifung. Treutler ist weder neutral noch überparteilich in seinen Redebeiträgen. Selbst der Hinweis des Landtagsdirektors, also Chefjuristen des Landtags. Bitte unterbrechen Sie mich nicht. Als Alterspräsident rechtswidrig zu agieren, lässt den AfD-Politiker unbeeindruckt. Debattiert wird trotzdem, vor allem über die Rolle des Alterspräsidenten. Wir stellen auch für uns fest, dass es offenbar so scheint, dass der Alterspräsident seine Funktion, die nicht demokratisch legitimiert ist, als Landtagspräsident missbrauchen möchte. Was der Alterspräsident aber hier gemacht hat, überschreitet bei Weitem die ihm zukommenden Befugnisse. Er verletzt sogar die Abgeordnetenrechte, die sowohl in der Geschäftsordnung des Landtages als auch in der Thüringer Verfassung verankert sind. Dabei geht es eigentlich um etwas ganz anderes. Ursprünglich wollte der Thüringer Landtag heute in seiner ersten Sitzung einen neuen Landtagspräsidenten wählen. Laut aktueller Geschäftsordnung darf die stärkste Fraktion, also die AfD, zuerst einen Kandidaten vorschlagen. Sie wollte Wiebke Musal nominieren. Frau Musal ist Prädikatsjuristin, ist fünffache Mutter, hat gezeigt, dass man Familie und Beruf und politisches Engagement unter einen Hut bringen kann. Sie ist exzellent und ist in hervorragender Art prädestiniert, dieses Amt auch auszufüllen. Allerdings ist Musal vor ein paar Jahren wegen Betrugs am Thüringer Landtag verurteilt worden. CDU und BSW wollen nun die Geschäftsordnung ändern. Und zwar in der Form, dass alle Fraktionen Kandidaten vorschlagen dürfen. Das hätte zu Beginn der Sitzung passieren müssen, doch das ließ der Alterspräsident Jürgen Treutler gar nicht erst zu. Ob dieser Antrag rechtsmäßig ist, darüber hätte im Zweifel das Thüringer Verfassungsgericht entscheiden können. Und so konnte über keinen Kandidaten abgestimmt werden. Die Sitzung musste 5-mal unterbrochen werden. Die Art und Weise, wie die AfD hier mit diesem Parlament umgeht und jede parlamentarische Demokratie mit den Füßen tritt und das mit klarer Ansage und mit vollem Bewusstsein und nicht mal irgendwie sozusagen versucht, das zu verstecken, das ist für mich unvorstellbar in dieser Schärfe gewesen. Die CDU-Fraktion entschließt sich nach 4 Stunden dazu, den Thüringer Verfassungsgerichtshof anzurufen. Wir versuchen im Prinzip nur das durchzusetzen, was in jedem deutschen Parlament, im Bundestag, in jedem Landtag der Fall ist, dass wir zügig zu einem funktionsfähigen Parlament und vor allen Dingen auch zu einer Wahl eines Landtagspräsidenten kommen wollen. Es gehe um das Ansehen Thüringens, so Vogt. Wie es in dieser Sache weitergeht, zeigt sich schon am Samstag. Dann soll der Landtag wieder zusammenkommen.